Denn was, frage ich euch, hat Corona je für uns getan? Wir können arbeiten und lernen, wann und wo wir wollen. Und das zeitsouverän. Und sogar im Bett. Ohne schlechten Konferenzkaffee. Ja, der schlechte Kaffee, das stimmt. Wir können einfach in Konzerte gehen. Ohne Gästeliste. Ja, und dabei die Bude aufräumen. Meinetwegen. Jetzt kommen eben alle rein. Wir dürfen endlich YouTube in der Schule nutzen. Und das nicht nur heimlich. Klar, Webvideos gibt's unendlich und werden nun auch genutzt, okay. Wir zocken online, wie unsere Kids. Und wir verstehen das sogar. Ja. Digitale Spielekultur, das war sowieso überfällig. Ja, wir erleben digitale Räume und reden nicht nur drüber. Ja, stimmt. Wir hatten wirklich viele Experiences im Digitalen letztes Jahr. Das versteht sich doch von selbst. Virtuelle Experiences. Ja, aber abgesehen von dem guten Kaffee, den flexiblen Arbeitszeiten, den multimedialen Lerninhalten, den abbaubaren Barrieren, der Digitalkultur und den coolen Experiences, frage ich euch, was hat Corona je für uns getan? Das Klima. Das Klima? Halt's Maul! Die Pandemie hat den Bildungsbereich vor große Herausforderungen gestellt, aber es gab eben auch kreative Lösungen. Und es wurden technische Lösungen für inhaltliche Probleme gefunden, sowie umgekehrt. Darüber möchten wir von Mediale Pfade uns mit unseren GesprächspartnerInnen austauschen, deren Erfahrungen und Learnings und unsere zusammenbringen und euch in folgenden Themenbereichen präsentieren. Inputs werden jetzt vorproduziert. Vorträge, Tutorials, Live-Demos. Alles kann redigiert werden, visuell aufbereitet, verdichtet. Und im Nachgang steht es zur Verfügung, kann abgerufen werden und steht als OER einem breiten Publikum zur Verfügung. Wir müssen stärker darüber nachdenken, wie Lernen in Zukunft aussehen kann, in Schulen, außerhalb von Schulen. Dabei spielt eine wichtige Rolle natürlich die Tools und die Zugänge, dabei spielt eine große Rolle Open Source, aber eben auch Open Educational Resources. Wir möchten uns gute Beispiele anschauen, wo das schon gelungen ist letztes Jahr und möchten aber auch anschauen, wo wir Menschen verlieren, die eben nicht davon erreicht werden können. Wir haben gelernt, dass die einfache Übersetzung von analogen Formaten ins Digitale nicht so einfach funktioniert. Aber wie kriegen wir es hin, dass Sinne, dass Emotionen eben doch vermittelt werden können, auch wenn das Haptische wegfällt? Wir stellen immersive Vermittlungsformate, gute Toolmixes und interessante Gemeinschaftserfahrungen in auditiven Räumen vor. Mit den Lockdowns fielen Kulturschaffende und die Institutionen zunehmend in Schockstarre, wurden dann aber auch kreativ. Kultur als Role Model, auch für Fragen der gelungenen Bildung. Wir stellen starke Showcases und ihre MacherInnen vor, zeigen, wie Social Media als Ort für Partizipation, Selbstwirksamkeit und Inspiration wirken kann.